Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ich stelle mal wieder ein Produkt vor. Ist ja schon wieder ein bisschen her, dass ich Produkte vorgestellt habe. Da mich die Firma Ventru angeschrieben hat, ob ich gerne ein Produkt von ihnen testen möchte, habe ich gesagt, ja, mache ich mal. Ich habe da so einen Amazon-Link gekriegt, da konnte ich es über Amazon relativ einfach bestellen. Es handelt sich bei dem Produkt, wie ihr eh schon alle gesehen habt, um eine Dashcam. Und zwar die Ventru T2, wie hier auf der Seite steht. Ich bin mit meiner aktuellen 70 Mai Dashcam nicht so ganz 100% zufrieden. Die Bildqualität ist okay, nicht 100% perfekt, sie ist okay. Aber ich habe da ein Problem mit den Dateiformaten. Und zwar speichert die das als MP4 und ich kann diese MP4-Datei nicht direkt ins EDIUS reinkopieren und das nervt mich tierisch, weil ich muss das immer erst einmal konvertieren und die macht ja jede Minute neue Datei, das heißt, ich muss jede Minute neu konvertieren und das macht das Ganze so ein bisschen mühsam. Bei der Ventru, die kann 1080p, ich habe keine Ahnung, wie das Dateiformat sein wird. Ich gucke es mir jetzt einfach mal grob an, dann zeige ich euch mal, wie ich es montiere. Dann werde ich ein paar Monate rumfahren oder Wochen und erst dann, denke ich mal, wenn ich ein paar schöne Szenen von draußen, von unserer wundervollen Natur in den Alpen habe, erst dann gibt es dieses Video. So, sie hat vorne schon mal eine sehr große Linse drin, also das Teil hier vorne ist wirklich riesig. Ob man das gut erkennen kann, ja. Also sie hat auf jeden Fall, also die Linse selber ist relativ klein, sie hat aber sehr viel Glas drumherum. Das, glaube ich, könnte schon eine sehr gute Bildqualität werden mit der Kamera. Hier hat sie sowas, es wird als Radar beworben, das ist so ein Bewegungserkennungsteil, ein Sensor, wenn abends jemand ums Auto schleicht, dass quasi die Kamera nochmal angeht. Mikrofon hat sie irgendwo hier unten versteckt. Und auch noch mal eine Handvoll Tasten, denn im Vergleich zur 70 Mai hat die hinten ein Display drauf, das schon total verschmiert ist von mir. Ein Display drauf, mit dem man quasi direkt sehen kann, wie man die Kamera eingestellt hat und alles. Und ansonsten hier auf der Seite ein USB-Anschluss für, wenn man am PC anschließt. Denn das Teil geht einfach ab, das kann man einfach abziehen. Es hat hier einen Halter und der Halter selber hat einen Mini-USB. Der Mini-USB wird quasi angesteckt am Auto und man kann da die Kamera am Halter einfach abmachen und mit reinnehmen, wenn man halt die Daten auslesen will. Sie hat scheinbar GPS drin, das schauen wir mal, ob das wirklich so ist. Sie ist unglaublich leicht, also schwer ist sie nicht und sie hat so einen Saugfuß. Er saugt ziemlich tief rein. Wie gut der dann hält, muss ich mal angucken. Da werde ich jetzt dann am Ende noch eine Aussage von mir kriegen, ob er runtergefallen ist und wie oft. Hier seitlich wird noch die Micro-SD-Karte reingesteckt und der hat noch einen anderen Adapter. Das sieht aus wie Mini-HDMI oder irgendwie sowas, Micro-HDMI. Ich habe ein Problem, wie ich die Kamera jetzt in Betrieb nehme. Und zwar hat meine bisherige 70 mal einen Micro-USB-Anschluss und die hat einen Mini-USB-Anschluss. Standardmäßig mitgeliefert wird mit dieser Kamera ein Adapter, ein langes Kabel von Mini-USB auf 12 Volt Zigarettenanzünder. Der wird standardmäßig mitgeliefert. Beworben wird das Ganze aber mit diesem Stecker hier. Also von dem habe ich gar nichts gesehen im Lieferumfang. Beworben wird das Ganze mit diesem Stecker hier. Das heißt, das Teil müsste man irgendwie oben hinkleben. Ich weiß nicht, ob da nicht vielleicht sogar, na wahrscheinlich nicht GPS drin ist. Das ist auf jeden Fall 12 Volt bis 24 Volt DC auf 5 Volt DC 1,5 Ampere. Also das wäre der Adapter, wo man oben auf Mini-USB reingeht bei der Kamera. Und unten hat man OBD. Also eigentlich geht man da auf den OBD, auf die OBD-Schnittstelle, womit die Kamera dann irgendwie auch erkennt, wann das Auto eingeschaltet wird und wann nicht. Irgendwie so. Kann ich so nicht benutzen, da im OBD, wie ihr alle wisst, mein digitales Fahrtenbuch drin steckt. Also da muss ich mal was überlegen. Ich werde irgendwie adaptieren. Ich habe ein Adapter-Kit dazu gekriegt von der Firma, weil ich eben gesagt habe, ich habe das nicht. Und zwar haben die so ein Adapter-Set dabei. Ich verlinke euch das alles unten. Es gibt, glaube ich, sogar einen Link, wo es nochmal günstiger wird. Also ich habe einen Produktlink und einen Code, damit es nochmal günstiger wird für euch. Die haben hier irgendwie was dabei, wo man in den Sicherungsadapter rein kann, in den Sicherungskasten rein kann, dass man quasi das Teil hier statt der Sicherung, ziemlich genial gelöst, dass man das Teil statt der Sicherung einsteckt. Die Sicherung ist immer noch hier vorhanden. Man kann hier quasi die Originalsicherung reinstecken, hat hier nochmal eine separate Sicherung für dieses Kabel. Das Ganze
in verschiedenen Größen und verschiedenen Arten der Sicherung für Plus. Und dann das Ganze nochmal hier eben mit der Verbindung, dass man hier auf diesen Stecker drauf gehen kann. Und hier mit einer Klemme, wo man einfach sich irgendwo Masse herholt. Das wäre noch der Adapter, der mir mitgeliefert wurde. Ich bin unschlüssig, ich werde den wahrscheinlich auch nirgendwo Platz haben, leider Gottes. Deswegen werde ich irgendwie gucken, weil das Kabel ja auch schon im Auto drin ist, dass ich von Micro-USB auf Mini-USB komme. So. Also das geht schon mal leicht runter. Tada. Ja, ich habe die Kamera jetzt ein bisschen getestet. Ich muss sagen, die Qualität ist deutlich, deutlich besser als die 70 Mai. Sie kostet auch deutlich, deutlich mehr Geld. So, das ist jetzt mal ein Innenraum-Audio-Test. Ich rede jetzt ganz normal in normaler Lautstärke, so wie ich auch mit einem Beifahrer reden würde. Geschwindigkeit aktuell 100 km/h, so vom Fahrgeräusch, von 1 Fahrgeräusch her. Sie hat eine sehr gute Auflösung, die Kamera. Also ich zeige euch jetzt mal ein paar Videos bei Tag und bei Nacht. Selbst in der Nacht kann man die Kennzeichen zum Teil auch noch sehr gut lesen. Sie hat auch tagsüber natürlich die Möglichkeit, dass man die Kennzeichen lesen kann. Also falls man es wirklich mal wegen einem Unfall oder wegen irgendwas benötigen sollte, funktioniert das. Sie hat das Display drin, mit dem Display kann man sie total einfach einrichten, wenn man es im Auto montiert. Ist sehr praktisch. Und sie hat hier diesen Ausrufezeichen-Knopf drauf, denn wenn man den nämlich drückt, dann macht er so ein Event-Video. Man speichert das in einem separaten Ordner ab. Also wenn man jetzt auf der Autobahn unterwegs ist und da fährt irgendjemand knapp vorne raus oder irgendwas, man möchte die Situation einfach festhalten. Oder man fährt im Stau und die Polizei bildet vorbildlich die Rettungsgasse und man möchte allen Leuten auf der Welt zeigen, wie vorbildlich die Polizei die Rettungsgasse bildet, dann drückt man einfach hier auf das Rufezeichen und schon werden die Videos gespeichert in einem separaten Ordner. Dass man die Videolänge einstellen kann, ist auch total praktisch, weil beim 70 Mai hat man immer 1-Minuten-Blöcke. Ich habe es jetzt hier auf 3 Minuten gestellt, dann muss man nicht so viele Einzeldateien irgendwo reinkopieren. Und ich kann die Dateien auch 1:1 im EDIUS verarbeiten. Das finde ich richtig praktisch. Da bin ich ganz, ganz, ganz froh drum. Ja, alles in allem eine gute Kamera. Ich bin bisher sehr zufrieden. Der Mini-USB-Anschluss ist halt einfach so. Mit dem Adapter funktioniert es zum Glück. GPS hat sie keine. Es gibt hier ein GPS-Saugnapfteil. War leider nicht dabei. Dann hätte man auch noch die km/h-Anzeige und so unten, damit die Kamera auch weiß und anzeigen kann, wo man gerade ist, Koordinaten und wie schnell man gerade fährt. Ist, glaube ich, ab und zu besser, wenn man das nicht so genau weiß. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr wollt, dass ich euch noch ein bisschen was erkläre zu der Kamera, schreibt es in die Kommentare. Ansonsten werde ich jetzt gelegentlich mal Videos bringen mit der Kamera und so ein bisschen Status-Update geben, was gerade so los ist, was gerade so geplant ist bei eHio. Und dann denke ich mal, habt ein bisschen was von unserer wunderschönen Gegend hier und freut euch, hoffe ich mal. Dann vielen Dank fürs Reinschauen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.